Jo, herzlich willkommen zurück hier, Folge 10 von Schritt für Schritt zum Resort. Jo, letzte Woche so weit gekommen, alles klar, machen wir weiter. So. Nee, letztes Mal, ja, hatten wir soweit das Dach hier schon fertiggestellt, allerdings werde ich dann noch ein bisschen gleich rumbasteln. Und ja, aber es ist, ja, Grundrohbau steht soweit, wie man unschwer erkennen kann. Jetzt kann man eigentlich schon mal das die Theke mal hier rein verfrachten. Das steht hier draußen nicht mal so blöd rum. So. Jetzt wollte ich eigentlich. Na, geht das? So. Ja, diese tiefe Einbuchtung war mir zu blöd. Da hatte ich dann überlegt, das halt, jetzt halt so zu schließen. Jetzt hat man zwar da eine kleine Kante, aber das stört mich soweit nicht. Das finde ich an sich auch recht cool mit so einem kleinen Absatz da drin. So. Tada. Gut. Jetzt bin ich mal überlegen, ob ich das da eventuell auch mache. Ich mach's mal eben, mal gucken, wie es wirkt. Ich finde, es sieht vollendeter aus. Vollkommener, wie auch immer. Die, na. Sie verarschen? So. Der kann weg. Der gefällt mir auch nicht so. Oder? Weiß er nicht, ich weiß er nicht. Jetzt kommt eh noch ein bisschen so noch mehr ein bisschen, ja, noch mehr Feintuning, sag ich mal. Nehme jetzt. Na Quatsch. Das war der, den man nicht ändern kann, ne? Ups. Zurück. Dich wollte ich nicht. So. Nein, der war es nicht. Dann war er es. Jawohl. So. So, jetzt haben wir hier unseren ganzen Ebenen. Das habe ich nicht grundlos gemacht. Also da war auch testweise, aber ja, ich möchte versuchen, damit auch noch ein bisschen mehr rauszuholen, was Detail Kram halt angeht. Weil ich jetzt aussuchen kann, wenn ich jetzt hier so einen Absatz nochmal rings umsetze, dass ich dann nicht nur eine Ebene habe und nicht alles auf einer Ebene ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich setze es einfach mal. Door links. Ich glaube, ich werde doch die Halbwand da stehen lassen. So. So. Okidoki. So. Nein, das war falsch.
Absatz. Da mal schräg, mal gucken. Nein. Sag mal, was ist denn los? Zack, zack. So. So. Ich glaube. Na, hier. Warte mal, ist das jetzt da? Ah, hat das drinnen platziert. Da geht das wiederum. Scheint es nicht so zu funktionieren, wie ich es mir vorgestellt habe. Nee, dann lasse ich das so. Sieht ja nach Bemalung auch wieder ganz anders aus. Klick, 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 klick. Na. Och nö. Das ist auch so ein Beschiss. Ich habe schon öfters beim Bauen mal irgendwie sowas versucht. Dann geht es bei der einen Seite, geht es direkt auf dem weiter und ja, beim zweiten, so wie es halt jetzt hier auch zu sehen ist. Und das ist doch ätzend. Ja, machen wir den wieder. So. So. Können die nicht unten bleiben, Mann? Jetzt. Ja gut, da geht's jetzt noch. Na komm. Seht ihr, das meine ich. Was soll der Scheiß? Jetzt ist er unten. Ich habe noch keine Lösung gefunden, das ja zu umgehen, sodass es halt genauso ist wie auf der anderen Seite auch. Wenn ihr da was wisst, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Weil ich bin langsam echt mit meinem Latein am Ende und das ist doch zum Mäusemelken ist das. Dim.
Das ist doof. So. Das schwebt da wiederum. Weg, 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 weg. Hier nichts zu suchen. Du auch weg. Alter, was ist hier denn los? Hier ist ein Nest. Das ist wahrscheinlich von der ja, Decken habe ich ja nicht tapeziert von innen. Keine Ahnung, woher das kommt. Vielleicht von den tollen Cheat-Gebrauch, Dings und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht. So, noch irgendwo. Ah, komm runter. Sonst schießt du mich auch mal in die unterste Etage. Jetzt mach doch mal. So. Ja, hier kann man jetzt schon ein. Na, komm. Ein wenig erkennen, was ich damit oben erreichen wollte. Man kann durchgucken. Yay! Was ist da? Was ist das? Das ist nur die normale Wand, oder? Okay. So, ich denke mal, das reicht jetzt auch an diesem kleinen Zaun, Gedöns, Dings, Kirchen. Eventuell. Ja, ich wette, gleich schießt auch wieder nach unten und dann. Na, oder? Begeistert. So. Ja, doch. Gefällt mir. Ich überlege jetzt, ob ich eventuell hier auch noch ja, drüber hinaus schieße wie da auch. Ich versuche es einfach mal, dann gucke ich mal, wie das Ganze aussieht. Rückgängig kann man es ja immer noch machen. Ja. So. Hallo. Ist er jetzt dran schuld? Ich glaube es nicht. Da das Spielchen jetzt auch wieder. Weg, 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 weg. So. Klick. Ja, geht in Ordnung, denke ich. Was denkt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich verstehe das Spiel ab und zu nicht, ich weiß nicht. Weil gerade eben konnten wir da nicht hinbauen, weil da ein Zaun war. Und jetzt so, kann ich einfach wieder setzen. Das ist. Ach, keine Ahnung. So. Hm.
Ohrwurm. Jetzt da nicht. Ach so. Ja, Mensch. Wieso war der denn weg? Doch, gefällt mir. So. Ich scanne das ganze Ding jetzt einfach nochmal ab. Mal gucken, ob ich noch irgendwas finde. Ja, schon gefunden. Das sieht ein wenig doof aus, wenn ihr schon alles auf Kästchen gemacht wurde und der dann durchgezogen ist. So. Jawohl. Da oben auch alles gleichmäßig. Ne, irgendwie nicht. Was war denn los? 2, 2, 2, 2, 2. Seltsam. Ich bin der Meinung, ich habe es auch so gesetzt gehabt. Hat das Spiel jetzt wahrscheinlich wie ein Eigenleben oder was ist da los? Mann, 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 Mann. So. Ja, ich denke jetzt an die Details draußen am Gebäude selbst, denke ich, reicht. Kommen ja eh noch Fenster und Co. Aber das dann auch erst in der nächsten Folge. Und zwar in der Folge Nummer 11. Da geht's dann weiter mit dem ersten Anstrich der Fassade, eventuell noch mache ich schon weiter mit den Fenstern. Muss ich mal schauen. Und würde sagen, wir lassen uns überraschen, wie es in der nächsten Folge ja, weitergeht. Sag danke fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Passiv.